Ja, hallo, ich heiße Rainer Jessen, bin erst 73 Jahre alt und halte mich hier gerade im Haus Argentinische Allee 9 bei meinen Freunden Per Präfke und Markus Alex auf. Ich habe 25 Jahre bei der Stadtgemeinschaft der GZF, also der Gesellschaft zur Förderung musischer Erziehung, gearbeitet und war verantwortlich für die Entwicklung der Bereiche betreutes Wohnen. Das waren zum einen die klassischen Wohnheime, aber seit dem Jahre 2000 eben auch das betreute Einzelwohnen, das ambulante Wohnen, das selbstständige Wohnen, die Eigenverantwortlichkeit der Menschen, die dann ihren Wohnplatz und Arbeitsplatz suchen. Das war auch immer mein Lebenselixier und meine große Freude. Insgesamt waren es 25 Jahre auf den Tag genau, vom 1. Juli 1991 bis zum 30. Juni 2016. Und der Einrichtung bin ich immer noch verbunden, ehrenamtlich und freundschaftlich und habe so meine Kontakte. Hier in der Küche des Hauses Argentinische Allee 9 ist gewissermaßen die Halbzeit meiner Tätigkeit. Wir haben das Haus im Wesentlichen durch einen Zufall, ja, ich darf es wohl so nennen, durch einen Zufall gewonnen. Die Mieterin des Hauses hatte uns gesteckt, das soll verkauft werden, und da wurden die Ohren lang und länger, weil die Argentinische Allee 25 ist ja gerade einen Steinwurf weit entfernt. Und wir haben dann mit viel Glück und List und Tücke und Freundlichkeit das Objekt dann auch bekommen. Und seit 2013 ist es dann auch bewohnt und bevölkert. Unten ist die Verwaltung, das wurde uns von Architekten so empfohlen. Kommt raus aus eurem Kellergeschoss in der Karlhofer Straße 17 und nehmt dieses Haus in Beschlag und oben macht ihr irgendwas mit Wohnen. Und dieses irgendwas mit Wohnen ist jetzt hier seit 12, 13 Jahren am Start. Die Menschen sind zufrieden und ich komme gerne her und bin dankbar, dass ich diese Beziehung haben darf. Wenn man so will, wie alles anfing, also wenn ich mich erinnere, kennen wir uns jetzt ein Dritteljahrhundert, 33 Jahre. 1991 durfte ich hier anfangen zu arbeiten. Da gingst du noch, glaube ich, zur Schule. Da warst du noch in der Abschlussklasse. Und du wohntest schon in der Argentinischen Allee 25, ja, zusammen mit Michael Abitsch in einem Doppelzimmer. Genau. Das weiß ich noch. Das stimmt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, ey, wie kann das sein? Ich meine, wir als Kinder früher hatten auch zu dritt das Kinderzimmer, war völlig normal. Aber so mit Erwachsenen, dann ist schon gut, wenn man sein eigenes Reich hatte. Und ich weiß, als ich dann dort anfing zu arbeiten, haben wir erstmal ein Zimmer geteilt mit einer Wand, sodass Michael rausziehen konnte in das Teilzimmer und du denn das Zimmer behalten konntest. Du hattest auch einen gewissen Raumbedarf wegen deiner elektrischen Eisenbahn, das weiß ich auch noch. Und der Raum, das Zimmer von drüben, ja, das war früher mal mein Klassenzimmer gewesen. Ah, guck an, da setzt sich die Lebensgeschichte vor. Und Markus war in der Abschlussklasse, wer war die Klassenlehrerin von dir? Melita Kusenberg. Genau. Ja, Melita Kusenberg und Conny Kusenberg, die waren ja auch noch im ersten Leitungskreis der Stadtgemeinschaft. Und ich war ja dazu eingestellt worden, das Haus Karlhofer Straße 13 auf den Weg zu bringen. Das wurde ja umgebaut. Und du warst einer der Bewerber für die neuen Wohnplätze, ne? Für die 13. Für die 13, für die wilde 13. Und dann gab es noch den Oliver Finke, der war auch ein Bewerber noch. Ich heiße Markus Alex, bin 50 Jahre alt und wohne schon 11 Jahre in der Argentinischen Allee 9. Und ich würde auch niemals gerne hier auch wieder ausziehen. Und die Werkstatt, ja, lernte das Laufen 1995, 96, ja, genau, in dem Dreh. Da kamt ihr in den Werkstattbereich, ist richtig? Genau. Und was war die erste Station? Wo bist du zuerst gelandet? Bei Kerzenverschnitt, bei Herr Schwab. Die Werkstatt war auch noch im Quermartenweg. Ja.
nicht? Weil der Bau, der Neubau unten war ja erst geplant. Genau. Und die Tischlerei war noch argentinischer Ali 27. Bei Badeleben. Bei Herrn Badeleben. Wo jetzt das Wohnzimmer ist, ja, drüben. Genau, der hatte Holz gemacht. Den Badeleben habe ich völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, das sei irgendwie so, naja, so ein bisschen ernst und trübe immer. Das war ein Computerspezialist. Ja. Der war richtig gut. Ja, ja? Da lernten ja die Computer das Laufen, denn irgendwann hatte jeder so einen Apparat. Aber wenn man was wissen wollte, Badeleben wusste Bescheid, der kannte und das. Dann hab ich, und dann Badeleben, hab ich, weiß ich noch, hat mit mir noch früher mit mir das mit dem Baden alleine mal das mir gezeigt. Dann bin ich selbst Fahrer gewesen, hat er alles mir einem Badeleben mit mir gemacht, das weiß ich noch. Das Fahren zur neuen Werkstatt? Ja, und das ist ein selbstständig. Ja. Früher bin ich mit dem Bus gefahren, mit dem, ja, Schulbus. Und jetzt wurde, hat er gesagt, kannst du auch mal selbst Fahrer werden. Und das hat er mit mir gemacht. Und du bereust es nicht? Nee, das kann ich mir auch mehr gut, ja, merken. Gut. Ich heiße Peer Prefke, ich bin 55. Ich wohne hier und ich brauche nicht wegzuziehen. Und ich arbeite in Modi 4. Ja, und das gefällt mir dort und hier auch. Aha, und dann wurde die Werkstatt ins Leben gerufen. Ich glaube, 2000 ging es los. Wart ihr denn auch gleich alle beide dort? Ich weiß nicht mehr aus Kopf. Du nicht, ich ja. Du ja. Welche Gruppe? Warte mal. Montage. Montage, Multi. Drei. Multi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist interessant. Als die Werkstatt gedacht wurde. Ja, wir waren in der 3 denn und dann sind wir in den Container gelandet. Ja. Weil denn das neue, weil das andere sollten die Räume kriegen. Ja, in den, das Haus, das Waschert, neben, das nicht weg von da nebenan, ist ein Autoladen. Ja. Auro. Ja, das Auto. Ein Autoladen. Autoladen. Ja, ja, ja. Hier ist ein Autoladen, ja, und hier ist unser Waschert. Ja, richtig. Fiat Foti ist das. Ja, genau. Fiat. Genau. Ja, ich weiß noch, als die Werkstatt gedacht wurde, das muss ja alles im Kopf entstehen. Ja, genau. Da hat man natürlich davon entwickelt, was haben wir jetzt und wo wollen wir hin? Und was gab es denn im Erwachsenenförderungsbereich? Es gab Keramik. Genau. Es gab Papierwerkstatt. Ja. Weberei hatten wir. Weberei hattet ihr. Weberei. Kerzenwerkstatt. Also man kann sagen, das Klassische, was in vielen anthroposophisch orientierten Werkstätten produziert und gemacht wird. Genau. So, und jetzt ist aber unten ein großer Laden entstanden, eine große Werkstatt. Und dann hat man gesagt, okay, dann bieten wir eben auch Funktionswerkstatt an. Genau. Also eine Montagen. Ja, genau. Montagen als Dienstleistung für Firmen, wo man etwas zusammensetzen muss. Genau. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack. Das 7 Stunden am Tag und am Ende kommt ein Produkt raus, das man verkaufen kann. Genau. Und da weiß ich noch, wie es so, Montage, wo ist denn das anthroposophisch, Metall. Und seit Neuestem machen sie ja auch diese Stöpselgeschichten, so wie bei den Bierflaschen. Und dann wurde das der Renner. Und dann bin ich von der, wo er schon dort war, ja, war ich noch bei der Katschewatte und dann bin ich rübergegangen in den Modi 4 bei Michel Packnehm. Ja. Packnehm gemacht und dann bin ich da geblieben. Ja, also ich muss sagen, das ist ein richtiger, sag ich mal, ein Renner geworden, die Multifunktionswerkstätten, ja, Plural, muss man dann in der Und bei mir war das ja so. Als ich in der Multi war, bin ich dann rüber gewechselt zu den Bohrern. Das war dann aber ein ausgelagerter Arbeitsplatz, ne? Genau, und ich bin. Oder war das auch da unten? Nö, dann kam das Angebot hier von Guido Heiner. Ja. Und. Heildorf. Und dann noch von Herrn Bernd Leifheit. Ja. Ob ich mir das vorstellen könnte, habe mich selbst durchgesetzt und habe gesagt, dass ich das mache, ohne Mama zu fragen. Ja, du bist da über 18, du musst ja wissen, wo dein Lebensweg hingeht. Ne? Hast du gut gemacht, finde ich. Ich bin bei Modi 4, wo ich jetzt geblieben bin. Ja. Gefällt mir das. Gefällt ja gut. Und ihr baut, glaube ich, in der Tischlerei, die haben eine Tischlerei auch. Ja, genau. Küchen baut ihr auch, eine Küchenwerkstatt habt ihr. Ja.
Also das ist ja anspruchsvoll. Also Küchenfertigung. Genau, und wenn man das verschlossen für die Flaschen und die Geldprüfer machen wir für die Waschmaschinen in Amerika. Ja, für in Amerika? Ja, für die Waschsalons, wo die Wäsche... Ach so, Davon machen wir die also internationale Beziehungen.